So, zwei Stück. Das ist schon mal 62 Energie, auch wenn es teuer in die Bilanz geht. So teuer? 50, ja. Na, wenn wir bloß 100 hatten, dann ist das schon extrem schwierig. Heißt, wir brauchen mehr Leute. Mehr Tags, die jetzt erstmal nur mit Fisch leben müssen. Oh, nicht genügend Baumaterial. Dann wird es Zeit, dass wir Neues holen. Wir benötigen Zellen, Bauzellen. Gut, dass wir so viele Schiffe hier haben. Mehr oder weniger gut. Eigentlich brauchen wir die alle gar nicht. So, die Bauzellen. Bitteschön. Ganz viele. Reicht ja erstmal für eine Weile. Bedarf an Gemeinschaftszentren. Oh, mir fehlt ein Weg. Guck mal, jetzt bist du mit in der Gemeinschaft integriert. Du bist glücklich. Ich sehe das doch in deinem Gesicht. Hier hinten fehlt noch. Da. So. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Wunderbar. Jetzt können wir uns um das Forschungslabor kümmern. Das allerdings nicht gebaut werden kann, weil uns die Bauzellen fehlen. Produktionsstillstand. Ich glaube, hier drüben haben sie ziemlich einen Durst. Kann das sein? Ja, die Getränke gehen langsam zur Neige. Müssen wir mal schauen, dass der hier schneller produziert und schneller was bringt, als das wieder hier rüber geschippert wird. Wir haben hier 125 funktionierenden... Nein, Spirituosen. Schluss, aus und vorbei. So, du machst erstmal ein Päuschen. Das muss ich drüben erstmal wieder regenerieren, sonst kommen wir hier nie mehr ins Plus. Wo war der mit denen? Da. Mit den Bauzellen. Okay, weitere Gebäude. Da kann keins mehr hin. Wir hatten sowas gebaut. Der ist nicht ganz dicht. So. Okay, und jetzt kommen wir zum Forschungslabor. Ich kann wissenschaftlich beweisen, dass meine Mitbewohner und ich geradezu euphorisch sind. Forschungslabor brauchen sie auch. Okay. Huch, nicht genügend Baumaterial. Jetzt fehlt es mir an Werkzeug, oder wie? Nein, fehlt es nicht. Es fehlt an Carbon, also müssen wir doch erst für Carbon sorgen. Hab ich mir doch fast gedacht. Und dafür brauchen wir Beton. Und Beton kriegen wir nur von den Tycoons. Ah, es ist doch gemein, ist das. Aber wenigstens, huch, haben wir jetzt schon ein paar mehr Leute. Das ist in Ordnung. Achtung, Bevölkerung verlässt die Stadt. Ach so, du hattest auch noch keinen... Entschuldigung. Seid mir doch nicht immer gleich so böse. Ich sehe doch auch nicht immer durch. Da hinten auch. So, ich hoffe, ihr bleibt glücklich. Unzufrieden. Ich bin doch noch gar nicht wach. Ich habe doch gerade erst ausgeschlafen. Beton. Gib mal gleich 40 mit, werden wir garantiert öfter brauchen. Außerdem... Werkzeug. So, rüberfahren. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt mit dieser neuen Pixeleinstellung hinkommt. Beziehungsweise mit der neuen Bildeinstellung. Dass wir das Ganze auch mit 60p genießen können. Wäre ja schade, wenn nicht. So, Ölbohrturm. Wir haben eine blöde Bilanz. Woran liegt's denn nun schon wieder? Endlich Wochenende und ich hab frei. Nein. An euch? Ja, weil die Getränke schon wieder alle sind. Wir kommen mit den Getränken einfach nicht hinterher. Bleibt das jetzt auf einer Plusbilanz? Wir warten das jetzt einfach einmal kurz ab. Da rutscht es schon wieder runter. Warum soll ich mich beklagen? Bringt ohnehin nichts. Nee, da hast du vollkommen recht. Ich muss doch noch mehr Spirituosen herstellen. Unglaublich, aber wahr. So. Also für diejenigen, die es nicht so gut fanden, wie ich in letzter Zeit gebaut habe, mittlerweile baue ich ja platzsparender. Das geht ja.
Eventuell kriege ich es ja irgendwann nochmal gelernt. So, es kommen immer mehr Spirituosen ran. Theoretisch müsste das doch langsam mal hochgehen, oder was? Null. Die süppeln da schneller weg, als ich das produzieren kann. 17, 16, 15, 14... Weg. Ich hab doch... Hab ich das Schiff etwa immer noch auf der Fahrt? Du sollst nicht weitermachen, verdammt. Es ist ja kein Wunder, dass das nicht mehr hochkommt. Na, ich hoffe, das bleibt jetzt Achtung, auch konstant oben. Produktionsstillstand. Wo? Hier. Ja gut, das ist egal. Ich brauche im Moment keine Munition. Oh, und die haben viel zu viele Getränke. Das reicht für eine ganze Weile. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. So. Ich wurde endlich in die Abteilung 7 versetzt. Ja, jetzt darf ich auch in dem neuen Hightech-Labor arbeiten. Ich dachte schon, du wurdest endlich entlassen. So, zurück zu der Ölraffinerie. Wird Zeit. Ein Ölbohrer. Nicht nur einer. Wir brauchen noch viel mehr. Das bauen wir mal hier hinten. Dann stört es die Leute nicht so. Und ich habe auch mehr Ruhe. Was habt ihr? Keine Rohstoffe verfügbar. Ach, hier gibt es gar kein Öl. Toll. Klasse. Ah, dann brauchen wir eine Plattform mit Öl. Aber wo können wir die bauen? Ihr seid witzig. So, jetzt bin ich echt am Überlegen. Für die U-Boot-Werft, um unter Wasser bauen zu können, benötigen wir Carbon. Für Carbon benötigen wir Öl. Öl kann ich allerdings nicht hier abzwacken. Soll ich das jetzt alles von meiner Hauptinsel runternehmen oder wie? Das frage ich überhaupt. Ja, soll ich. Was haben wir denn mehr? Haben wir mehr Öl oder mehr Kerosin? Wenn wir überhaupt was haben. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Zwischenschritte mit verankert sind. Da, wir haben weder Öl noch... Das sieht doof aus. Was wird damit nochmal produziert? Ich glaube, Kunststoffmöbel. Kann das sein? Und die sind auch nicht gerade so bedeutend. Was mache ich denn? Muss ich noch mehr Öl anpflanzen, wollte ich gerade sagen. Noch mehr Öl hinsetzen. Ölraffinerien. Ölbohrtürme. Können wir das aushalten? Was habt ihr für eine Bilanz? Minus 15. Na denn. Allein jetzt von den Umwelteinflüssen müsste das trotzdem funktionieren. Ja. So, ihr seid jetzt fleißig am Produzieren. Das heißt, hier müsste jetzt mehr Öl reinkommen. Aus dem Meeröl wird mehr Kerosin. Und mehr Kerosin eventuell irgendwann mehr für die Techs. Ich hoffe es. Das ist schon erstaunlich, was die alles verpumpen. Guckt euch das an. Achtung, ich meine, die sind ja fast... Produktionsstillstand. Das sind ja 3, 6, 7 Stück. 7 Ölbohrtürme. Na gut, keine Türme. Ölbohrer. Aber 7 für 2 Raffinerien? Ich glaube, dass man 3 für eine braucht. Aber eine... reicht nicht aus, um die Kunststoffmöbel herzustellen. Das ist so. Krass. Kann man nicht anders sagen. Wahnsinn. Ich meine, die schlucken das doch weg. Das ist nicht mehr feierlich. Aber wenigstens sind die jetzt voll ausgelastet. Achtung, und eventuell... Produktionsstillstand. ...haben wir durch 7 Ölbohrer einen leichten Ölüberschuss. Das wäre ja auch gut. Wenn wir sowas verzeichnen könnten, dann könnten wir das Öl mit rübernehmen. Da, dreimal haben wir es eingelagert. Eventuell geht es weiter hoch.
Das wäre toll. Ich kann auch erstmal die Zeit so laufen lassen, das ist gar nicht schlimm. Dann sehen wir auch, ob wir irgendwo irgendwelche Verluste haben, wie zum Beispiel hier beim Gemüse. Obwohl sich das auch irgendwie konstant hält, aber die Burger nicht. Fertiggerichte gehen so ein bisschen... Ja, die wollen nicht ganz hochkommen. Die bleiben jetzt auf 7, 8, 9. Das ist so deren Schwung. Und Gemüse ist auch nicht doll. Produktion gestoppt. Fleisch, ja, steigt und sinkt. Je nachdem, wie es kommt und geht. Und Öl sieht gut aus. Okay. Wo ist mein Schiff? Habe ich überhaupt noch eins zur Verfügung stehen? Wie sieht's aus mit Getränken? 118. Das heißt, du darfst wieder auf volle Fahrt gehen. Du kannst denen jetzt gar nichts mehr klauen. Viel Spaß. Und ich weiß, ich hatte hier ein Schiff. Doch der Digger hat das... Die Firma hat oberste Priorität. Immer. Ah. Ob ich was weiß oder Pfiffi macht eine Wurst, ehrlich. Na los, denn ein Schiff von euch nochmal rüberfahren. Dann gucken wir mal, dass wir Öl irgendwie einlagern. Dankeschön. Das bringen wir mal rüber. Und bauen gleich eine Ölraffinerie hier drüben hin. Sieht wesentlich gesünder aus. Wo stelle ich die denn jetzt hin? Gleich neben das Gebäude? Guten Morgen. Ihr frisches Öl wurde gerade ausgepumpt. Und raffineriert. So. Das darf die Ölraffinerie jetzt bearbeiten. Wir pumpen die ganze Insel leer. Es kommt aber kein weiteres Öl rein. Nein, Burger und Fleisch bleiben wirklich gerade so konstant. Ich sehe jetzt nicht, dass das großartig runtergeht. Fleisch bleibt auch so bei 50. Die Burger gehen jetzt schon runter auf 6. Vielleicht sollte ich doch nochmal dafür sorgen, dass die auf jeden Fall da bleiben. Also, wir haben... Gewürze Unmengen, das brauche ich nicht bauen. Fleisch brauchen wir noch. Und Lebensmittelkonzern. Wie wir den wohl nennen, wenn er Burger produziert. Guckt mal, ein Schwein mit einem Kochhut. Kann man das so nennen? Eine Kochmütze. Doch, Kochmütze. Von beiden Seiten sieht man das sogar. Na, da freuen sich die Bürger doch. Die Burger. Aha. Okay. Gut, da sowieso alles eingelagert wird, denke ich mal, werde ich bloß noch eine Fleischfabrik bauen. Genug Gewürze haben wir. Und eine Burgerverarbeitung. Die beiden müssten reichen, um den Rest des Bedarfs noch zu decken. Ah, wo haben wir die jetzt wieder? Tycoons, da. Fleisch. Eine Fleischfabrik, ja. Das hört sich auch ziemlich komisch an. Das will ich nicht zum Öl stellen. Ich weiß, irgendwo ist auch so ein bisschen Ethik ganz, ganz nett. Und das will ich auch ein bisschen beibehalten. Von daher werde ich das nicht unbedingt, obwohl es ja nicht stört, neben die Ölplattform bauen da hinten. Wie viel brauchst du? 3. Ach so. Ja. Und dann machen wir noch einen Lebensmittelkonzern gleich daneben. Wir sind jetzt noch bei 48. In der Bilanz. Also nicht besonders hoch. Wir sollten uns langsam wirklich beeilen, dass die Leute hier das Öl bekommen. Auch wenn es mich wundert, warum dürfen wir das nicht? Warum? Naja gut, okay, wir könnten dann Carbon bauen und eine eigene Ölplattform machen, Essen produzieren. Aber das ist ein ziemlich langer Weg. Damit haben sie uns in der Mission doch ein ganz schönes Bein gestellt, oder? Wenn ich das mal so bemerken darf. So, du kriegst jetzt noch Öl mit, wovon nicht viel eingelagert wurde. Vielleicht sollte ich mich dann drüben auch nochmal um Gemüse kümmern für das Sushi. Ich wurde endlich in die Abteilung 7 versetzt. Jetzt darf ich auch in dem neuen Hightech-Labor arbeiten. Na, schön. Produktion angehalten. Warum kriegst du das Zeug nicht ran? Brauchst du noch einen Weg? Reicht das nicht? Ja, nee, das hat nicht gereicht. Okay. Also, Kerosin kommt. Nee, Öl. Entschuldigung. Aber das bringt uns ja zu Kerosin. Wenn ich mich nicht irre. Text.